Grandios, solide Detektivarbeit. Es stellt sich also heraus, dass der große Schatten der Übeltäter war. Nicht der mittlere Schatten? Nee, oder der nicht gigantomanische Schatten? Scheidet euch von den anderen Schatten in diesem Raum. Hörst du das? Mhm. Das ist, Das ist der Mario! Das ist der Mario! Macht den Mario-Swing! Die Arme auf und ab! Setzt euch jetzt in Trab! Yo. Okay, Weißt du, wer das ist? Ist das schon wieder, hier? Ilja Köster. Ja. Oh, Ilja... Köstritzer Schwarzbier. Ja, aber tatsächlich, also es ist entweder Will Crash oder es ist Flamberg oder es ist jemand Neues, den wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich Letzteres. Der Schatten, der mit der großen Hexe in den Gemächern war, wart ihr oder etwa nicht? Der übersteuert übelst. Ist das echt im Spiel so oder kommt, ist das nur bei mir? Ich höre es nicht. Doch, also ich finde, da hört man so, dass der so ein... Ja, so ein übersteuerungsübliches Tonmuster hat. So, dieses... Also, wenn ich jetzt ganz laut hier rein... So in der Art. Dass dann da die Stimme dadurch verfälscht wird irgendwie. Durch Störgeräusch, Rauschen, Zeug in der Stimme. Also es ist nicht so auffällig, aber ich hör's raus. Ich weiß nicht, alle, die das Video schauen, bitte mal dann... Oder nicht alle, aber einige, mal bitte runter in die Kommentare schreiben, ob das tatsächlich so... Und vor allem, ob das im Spiel, bei wer es auch so gespielt hat, ob das da auch so aufgefallen ist. Naja, wie auch immer. Weiter. Imposant, werter Herr Zylinder. Das kommt mir bei dem aber jetzt auch ein bisschen so vor. Ich glaube, das ist einfach nicht einfach nur an meinem Spiel. Am... Ah! Doch, Flamberg! Was macht ihr denn hier? Was? Ihr wart der Besucher der großen Hexe. Inquisitor Flamberg. Wie ich sehe, ist eure Logik ungebrochen, werter Herr Zylinder. Kombiniert man Logik mit einem klaren Kopf, kann man jedes Geheimnis lüften. Nun sagt uns, was genau treibt ihr an diesem Ort? Irgendwie finde ich, das ist definitiv nicht die gleiche Mikrofonqualität, wie ich sie sonst gewohnt bin bei Layton-Teilen. Außer vielleicht beim ersten und zweiten. Da war ja eh nur Englisch, oder? Nee, im zweiten war es schon kein Englisch mehr, aber da war die Mikrofonqualität noch nicht so gut. Beziehungsweise die Mikrofonqualität wahrscheinlich schon, aber es wurde so runterkomprimiert oder so. Keine Ahnung, bei der Komprimierung sind da halt ordentlich viele Toninformationen verloren gegangen, dass es sich fast angehört hat, als hätte man jemanden am Telefon. aber doch, der erste Teil war noch in Englisch, der zweite war dann schon in Deutsch. Mhm. Diese Frage könnte ich euch ebenso stellen. Wie könnt ihr beide überhaupt noch am Leben sein? Das ist ein Affront gegen die Natur. Das muss ich beheben. Ihr wurdet in eine goldene Statue verwandelt. Und wurde sie nicht als Hexe in die Flammen geworfen? Hey, ich bin keine Hexe. Das muss alles das Werk der großen Hexe sein. Was? Niemals. Inquisitor Flamberg, habt ihr die große Hexe getötet? Wovon sprecht ihr? Ich entsinne mich nicht, eine solche Tat begangen zu haben. Mind Control. Ihr dreckiger Lügner! Was habt ihr mit der Gebieterin gemacht? Hatten wir die Stimme schon mal irgendwo? Dominika? Ach, die Hexe Dominika. Der verwahrloste Zustand dieser Gemächer spiegelt nur das verlotterte Dasein eurer Gebieterin wider. Unverfroren! Niemand spricht schlecht von der Gebieterin! Bitte bleibt ruhig. Inquisitor Flamberg, bitte berichtet uns, in welchem Zustand ihr den Raum vorgefunden habt. Sagt uns, was hier geschehen ist. Es scheint, die Anwesenheit eines Inquisitors hat hier den Geruch des Misstrauens verströmt. Nun gut, ich werde mein Wissen mit euch teilen. Warum mache ich eigentlich gerade...
Warum räusper ich mich, wenn du doch dran bist? Ich hatte eine solch drastische Entwicklung nicht erwartet. Nur eine Person kann meine quälenden Fragen beantworten. Deswegen bin ich hier. Und wer ist diese... Falsch. Wer ist diese... Ihr könnt das nicht offenbaren. Nun gut. Achso, Entschuldigung. Ihr könnt das nicht offenbaren. Na, nun gut. Bitte fahrt fort, Inquisitor. Ich bin dieser Person gefolgt und wurde in diesen seltsamen Wald geführt. Deshalb war ich hier. Ich wollte den Plan der großen Hexe durchkreuzen. Dazu habt ihr euch in eine dieser Roben gekleidet und euch zu ihren Gemächern begeben, um ihren Plan zu durchkreuzen. All jene, die an den Worten des Schöpfers zweifeln und sich gegen ihn aussprechen, sind eine Gefahr für die Bürger Labyrinthias. So würde nur ein Fundamentalist argumentieren. Natürlich hat sich die Hexe geweigert, mit mir zu sprechen. Und als ich nach meinem Schwert griff, verlor ich das Bewusstsein. Möglicherweise war es einer ihrer widerwärtigen Zauber. Vielleicht war es auch einer ihrer schönen Zauber. Zauber! Lügen aus eurem Mund kommen nichts als Lügen! Die Hexe kann doch nicht zaubern! Deswegen heißt sie auch die große Hexe und nicht die große Zauberin. Also eben. Es ist eine Hexerei. Ich stehe zu meinem Wort. Das ist das, was geschah, bevor ich diese Tür aufgebrochen sah. Ja. So habe ich die große Hexe aus den Augen verloren und wurde in diesem Raum gefangen. Ich versuchte schnell zu flüchten, um unnötige Konfrontationen zu vermeiden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr die große Hexe nicht entkommen saht, da ihr das Bewusstsein verloren hattet? Ja, das ist richtig. Bedauerlicherweise. Lügen! Ihr habt es getan! Euretwegen ist die große Hexe nicht mehr so groß. Wie oft wollt ihr mich noch beschuldigen? Woher kommt das? Ein Ritter der Gerechtigkeit steht Chip und Chap! Steht stets zu seinem Wort. Warum hast du das gerade selbst gesagt? Ich kann doch... Woher kommt das? Ah! Ich dachte, du hast Chip und Chap als Sound. Nein! Noch nicht. Moment, wo war denn das jetzt? Habe ich das überhaupt als Sound gerade, dieses eine... Nein, schade. Eines Tages vielleicht wollte ich jetzt abspielen, aber ich glaube, das habe ich nicht. Oder doch? Nö. In meiner großen Sammlung an Sounds, die ich schon gar nicht mehr überblicken kann, ist leider irgendwie... Du brauchst eine Suchfunktion. Oh. Ja, genau. Na, auf jeden Fall, ich kann das voll nicht mehr überblicken und ich denke manchmal... So ein Mist! ja, er steht zu seinem Wort. Wartet! Wie wollt ihr dann all das Blut hier erklären? Ich denke nicht, dass es sich um Blut handelt, sondern um Tomatensaft. Was? Ich habe mein Schwert nicht gezogen. Es sollte kein Blut sein. Vielleicht ist ja was anderes passiert. Die große Hexe hatte gerade, Na gut, was ist es dann? Doch Blut. Aber anderes. Es könnte die seltsame Substanz sein, die wir die Schattenbrauen sahen. Aber war die nicht, grün und nicht braun? Oh, ich denke, Sie haben recht. Es riecht jedenfalls so. Möglicherweise wurde eines dieser Gefäße während des Kampfs umgestoßen. Die Flüssigkeit muss in die Mitte des Raums gespritzt worden sein, wodurch dieses Chaos entstanden ist. Ich verstehe, jetzt muss ich sagen, das sieht wie ein zerbrochenes Gefäß aus. Hatte die große Hexe wirklich keine andere Möglichkeit zu entkommen? Glaubt man den Schatten, gab es keinen anderen Weg. Ist die Antwort nicht klar?
Dann muss sie Magie benutzt haben, um zu entkommen. Nicht ganz. Magie ist nicht der einzige Weg, um einen verschlossenen Raum zu verlassen. Ihr habt recht. Es könnte mit Knorr geschehen sein. Hey, meinen Sie, die ganze Sache ist ein großes Rätsel, Professor? Schwupp! Ja, das meine ich, schwupp! Sie ist aus einem verschlossenen Raum ohne einen sichtbaren Ausgang geflohen. Welche andere Möglichkeit besteht? Wir sollten den Raum gründlich auf Hinweise untersuchen. Bling, bling, bling. Verstanden, Professor. Ich bin sicher, der ein oder andere Hinweis wartet darauf, entdeckt zu werden. Entdeckt mich doch endlich! Hallo, ich bin ein Hinweis! Hallo, hier, ich winke schon! Ja, das jetzt ist ein. Nimm mich doch endlich wahr! Das ist ein blauer Pfotenabdruck. Der Hinweis. Ein Hinweis! Oh, das wäre doch was für den Fall, dass wir mal wieder ein Spiel mit mehr Rätseln spielen, dass ich dann einen Sound dabei habe hier von Blue's Clues. Ein Hinweis. Immer wenn wir in einem Rätsel nicht weiterkommen und einen Hinweis nehmen, das muss ich mir merken. Muss man das vorher so ankündigen, ja? Ja, genau. In der Tat. Fräulein Faye, starten wir die Suche. Oh, was gibt's denn da für Hinweise? Das ist doch der perfekte Punkt. Oh, da, hier, dieser Hinweis. Ich weiß nicht, ich will dich nicht aussprechen lassen. Inquisitor Flamberg war sehr hilfsbereit. Vergeuden wir jetzt nicht die Chance, den Raum zu untersuchen. Okay. Das ist der jetzt perfekte. Jetzt klickst aber noch einmal an, sonst. Ah, nee, geht gar nicht mehr. Geht nicht mehr, deswegen, ja, jetzt. Ach so. Ja, dann habe ich meine Chance verspielt. Tja. Ha! War der perfekte Punkt, um. Gut, dass da jetzt kein Rätsel kam mit Schieben und was weiß ich. Ich hätte mich drüber gefreut. So, okay, Haus der großen Hexe, ich nehme lieber irgendeinen alten Spielstand für den Fall, dass hier wieder was schief gegangen ist. Ist es übrigens bisher so laut meiner Vermutung, meinem, was ich sehen kann, nicht. Ist nicht schief gegangen. Gut, meine Aufnahme läuft auch noch. Gut, dann würde ich mal sagen, ändern wir das. Ja. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wann wir das nächste Mal aufnehmen können. Hoffentlich auch dann mit Maya. Ja. Ja. Also dann zugeklappt und tschüss gesagt. Tschüss.